Situation hatte es ja mit Jason Williams gegeben. Er hatte weniger Glück. Dann Forsche. Und dann ist die Scheibe im Nachschuss im Tor. Vitali Lachmatov mit dem 1:0 in der 11. Spielminute. Eine gute Minute. Siedle mit der nächsten Abschlussmöglichkeit. Abpraller von Alain Mieville. Wenn ich es richtig gesehen habe, der Schuss, der kommt von der blauen Linie. Alain Mieville, der steht da vor dem Tor. War er noch mit an der Scheibe mit seinem Stock? Der Blue Liner. Und dann steht Alain Mieville vor dem Kasten. Und dann eine 2-gegen-1 Situation. Walser wartet in der Mitte, kommt auf die Scheibe. Und das ist dann einfach nur klasse gespielt. Scheibenverlust und dann geht es schnell. 2:1 Situation. Die Scheibe kommt in die Mitte zu Derek Walser. Und der hat absolut keine Probleme, Nolan Schäfer zu bezwingen. Wichser. Immer noch Wichser, hat da Platz. Schuss und diese Scheibe drin. Geiger mit diesem Handgelenkschuss. Wenn diese Scheibe, sprich, wenn Nolan Schäfer hier freie Sicht gehabt hat, dann muss ich sagen, dann ist er nicht schuldlos bei diesem Gegentreffer. Nächste Möglichkeit, gute Möglichkeit. Und es ist der Kapitän des HCAP, Paolo Duca, der das 3:2 erzielen kann. Zufall, keine Strafe, haben die Lakers sehr viel Glück gehabt und dann ist es Grassi mit dem Ablenker zum 4:2. Das Spiel ist zu Ende, die Valascha, sie feiert den 4:2 Erfolg. Für den Azzurri Piotta ist die Spielzeit 2012-2013 vorzeitig zu Ende. Man sichert sich mit diesem 4:2 Heimerfolg.